Ich freue mich, dass wir hier, ich sage es nochmal, bei Glashütte Original sitzen können, mit dieser wunderbaren Aussicht auf diesem schönen Sofa. Ich bedanke mich. Und jetzt frage ich mich, was haben Sie studiert eigentlich? Also ich habe das wundervolle Fach angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert, bin da auf René Polisch getroffen. Der hat da schon studiert, war 2 Jahrgänge über mir und hat eigentlich damals da dasselbe gemacht, was er auch heute macht, Mahne, Schreiben und Inszenieren. Und habe dann gedacht, das kann ich auch schreiben und inszenieren. Und so hat das seinen Anfang genommen. Also ich habe Theater gemacht, dann habe ich angefangen, Romane zu schreiben und dann habe ich in den letzten Jahren sehr viele Hörspiele gemacht. Und das Spezielle daran ist vielleicht an den Hörspielen, dass ich halt nicht ins Studio gehe, um die aufzunehmen. Und vielleicht ist das auch der Weg, ein Weg, der mich zum Film geführt hat, dass ich eigentlich Hörspiele aufnehme wie Film. Das heißt, ich gehe an Originalorte mit den Schauspielern, die müssen es richtig spielen. Es gibt kein Blatt vor der Nase und sie müssen es eigentlich wie Film spielen, nur dass wir keine Kamera dabei haben. Ich habe 92 angefangen zu studieren in Karlsruhe, an der Hochschule für Gestaltung, die da ans ZKM angegliedert ist. Ich hatte als Hauptfach ein Kunstwissenschaft, also ein theoretisches Fach, und habe dann eben nebenfach Philosophie und Medienkunst / Film. Dann habe ich mit Magister abgeschlossen, dann relativ, also eigentlich übergangslos sofort als, was man so ein Videokünstler nennt, gearbeitet, also Installationen gemacht und dann sehr schnell am Theater gearbeitet. Volksbühne ist schon gefallen. Da habe ich mit Castorf dann eine ganze Reihe von Inszenierungen mitgemacht. Ich habe Literatur studiert, Neudeutsche Literatur und nebenbei VWL und Politik. Ich war immer so eine Art Zwitter zwischen Literatur und Wirtschaft. War auf der Berliner Journalistenschule. Du hast ja vorher offensichtlich auch kurze Beiträge dann, Filmbeiträge gemacht, nehme ich an, fürs Fernsehen. Wenn du jetzt gesagt hast, du willst jetzt einen Film fürs Kino machen, was war jetzt anders und wie hast du das finanziert? Sehr viel Eigenleistung und ansonsten haben wir von Ruhe 2010, ich kann es ja mal sagen, 6.000 Euro nach Ende der Dreharbeiten Von wem? bekommen. Ruhe 2010, da haben wir mit dem Trailer, also mit diesen ersten 7 Minuten von der Düsseldorfer Meisterschaft beeindruckt und das war die einzige Zusage im Stapel. Ich habe das währenddessen oft als Nachteil empfunden, dass wir, sagen wir mal, so wenig Geld hatten, so knapp waren, immer so jongliert haben, immer so Kunst gemacht. So eine Organisationskunst gemacht haben. Ich erinnere mich deutlich, wie ich 2 Kameras versucht habe, auf 3 Protagonisten zu verteilen in 3 verschiedenen Städten und festgestellt habe, dass es irgendwie nicht aufgeht und dass ich da jetzt auch nicht gewinnen kann. Insofern, das war echt eine sehr, sehr schwierige Sache mit diesem Mangel. Inzwischen, beziehungsweise als ich das Material zum ersten Mal gesehen habe, habe ich festgestellt, es war auch ein Riesenvorteil, weil dadurch, dass wir halt so ein absolutes Winzteam waren, die haben uns vergessen. Ja, wir waren extrem verwirrt, was Budget angeht. Also wir hatten im Endeffekt dann über 1 Million Budget, was wirklich wahnsinnig viel ist für den ersten. 1 Million, ist das also an der DFFB üblich? Abschlussfilm? Nee, ne? Okay, so promotermäßig, an der DFB waren eigentlich nur Abschlussfilme mit 1 Million Budget gemacht. Ne? Nee, das ist schon die Also, Ausnahme gewesen. wenn man gar keine Erfahrung hat, ist man von dem Apparat überfordert, obwohl der bei uns wirklich winzig war. Also unser Team bestand aus 6 Leuten, da kann man jetzt nicht von Apparat im Prinzip sprechen. ich hatte für mein Verhältnis vergleichsweise ein großes Team. Wir waren immer so um die knapp 40 Leute vielleicht beim Dreh. Und für mich war interessant eigentlich, dass ich generell mit diesem Team gar keine Probleme hatte. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann die nicht führen oder die sind irgendwie, ich kann die nicht motivieren. Also das war eines nicht das Problem. Weißt du, so viele Nebenschauplätze, die nachher mit dem Film, der läuft, schlichtweg gar nichts mehr zu tun haben, wenigstens nicht, was man sieht, die aber unheimlich viel abziehen an Arbeitseinsatz, an Energie und so weiter. Ne? Und darum ist bei mir fast so was wie ein Wunsch entstanden, eher noch, also bei einem nächsten Projekt auch die Struktur wieder zu verkleinern, nicht weil ich mich irgendwie dem Gegenüber machtlos finde, sondern weil ich das Gefühl hatte, diese Energieflüsse müssen wir zurück zu diesem Drei-Kamera-Schauspieler-Regie, wo irgendwie, da muss ja eigentlich das stattfinden, wo ein Energieknotenpunkt ist. Wir haben ja eine Dokumentation gemacht. Das heißt, das Leben unserer Protagonisten hat ja jetzt quasi nicht gewartet im Sinne von, hat der Hannes Zeit, hat der Sebastian Zeit, muss Marion gerade für den Sender was anderes arbeiten, sondern da war was. Und wir haben halt versucht, quasi dem Leben unserer Protagonisten hinterher zu eilen. Quereinsteigertum ist in Deutschland ja auch ein systemisches Problem.
Wie habt ihr diese Decke oder diese Türen, Schranken, was waren da die größten Brocken für euch und wie seid ihr damit umgegangen? Frustrationstoleranz ist jetzt eine ganz wichtige Eigenschaft, auch in dem Beruf, den ich sonst ausübe. Insofern, wenn jemand sagt, nee, geht nicht, dann probiere ich es halt entweder noch mal bei dem oder noch mal woanders. Sagen wir mal, das Quäntchen Glück ist ein Quanten, aber ich würde trotzdem sagen, immer weiter probieren. Wir geben halt nicht auf. Das ist vielleicht was, was man lernt. Ich frage mich vielmehr, wenn man quasi mit dem Alter gewissen Verantwortungen immer mehr und mehr gegenübersteht, wie die Problematik denn zu lösen ist, wochenlang quasi sich auszuklinken aus der Gesellschaft und einen Film realisieren zu können. Ich finde die Frage deswegen interessant, weil während unserer Dreharbeiten das Erdbeben in Japan war und die Atomkatastrophe in Fukushima. Und da ist nämlich genau das, was Sie jetzt gefragt haben, total zum Thema geworden. Und das war für mich eine komplett groteske Situation. Und gleichzeitig kam ich mir zumindest oder kamen wir uns teilweise so bescheuert vor, was wir hier eigentlich machen, dass wir uns jetzt ausschließlich mit unseren beiden Jungs auf dieser Insel und deren Problematiken beschäftigen, während irgendwo die Welt untergeht. Und dann war irgendwo im Hinterkopf die Sehnsucht danach, dass man sich emotional beteiligen kann an dem, was sich eigentlich gerade am Weltgeschehen ereignet. Und ich zumindest für mich leider feststellen musste, dass ich so leer oder woanders war, dass ich überhaupt keinen Zugang gefunden habe. Und das fand ich total deprimierend und habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass man sich so aus einer Welt ausklingt, für was eigentlich? Also für was machen wir eigentlich?